Ich teste eure Empfehlungen in München. Let's go! Wir starten im neu eröffneten Mama-Bau. Hier gibt's neben Smashed Cucumber-Salat und super fluffigen Baobans richtig lange Hand-Pulled-Nudels mit Tofu oder Aubergine. Den Schärfegrad könnt ihr frei wählen und dass ihr euch die komplette Kleidung einsaut, ist vorprogrammiert. Super lecker fand ich auch den Tomaten-Egg-Rice. Danach geht's zum wahrscheinlich gehyptesten Café der Stadt im Moment. Das New Asian Café ist ein Instagram-Dream. Rosa Blütenwein, kleine Drinks mit Marshmallows und Glitzer, von denen ich erstmal die Hälfte verschütte und verschiedene Sorten Crepe-Cakes. Das war alles schon solide lecker, aber einfach viel zu teuer. Und so kommt mein absolutes Highlight zum Schluss. Eine Schmalznudel vom Café Frischhut. Das ist dünn ausgezogener Hefeteig, der dann in Zucker gewälzt wird. 10 von 10, Leute.